Ja, herzlich willkommen zu einem brandneuen Vlog. Heute will ich mal eine kleine Wanderung unternehmen. Und ja, in der Zwischenzeit warte ich nur, bis mein Brötchen fertig ist, so lange gönne ich mir noch lecker Quark. Und oh, Spekulatius wunderbar, Hippie. So, ich bin jetzt schon mitten auf der Wanderung, hoppla. Da war ein Schlagloch. Und wir sicherlich bereits gesehen habt, habe ich erst 400 Schritte an diesem Tag gemacht und habe so gut ja, 8 Kilometer vor mir. Bin mal gespannt, was die Wanderung einen so bringt, was man alles in dieser Zeit, diesen 1,5 Stunden sieht. Ob da überhaupt irgendwas Spannendes passiert, wenn nicht, fahre ich einfach mit dem Bus zurück, dann ist es mir egal. Naja, bisher ist nichts Spannendes passiert. Die Kunst, die steht da tatsächlich immer noch. Seitdem ich mich erinnern kann, stehen diese Dinger da. Es sollen wohl Bäume darstellen, habe ich mal erfahren. Und jetzt habe ich das Akazienwäldchen erreicht. So heißt es hier. Wusste ich auch noch nicht. Hier bin ich zwar schon so oft durchgelaufen, aber da ich den Weg, wo ich hin will, natürlich nicht kenne, benutze ich eine App, Google Maps. Und die hat mir verraten, dass das hier ein Akazienwäldchen ist, da vorne. Also nicht da, wo diese 4 Leute laufen, sondern wo der andere Typ da noch läuft. Da hört es auch schon auf. Ich habe hier meine alte Schule erreicht und keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt. Aber der Turm da hinten, der ist ja mega hoch. Also damals gab es das leider noch nicht. Aber wenn es es heute geben würde, also wenn es es damals gegeben hätte, ich hätte mich ja mega gefreut. Ja, bisher zwar immer noch nichts Spannendes passiert, aber hier auf der Bank hat es mal jemanden hingeschickt. Oder hier in der Nähe. Und da standen wir alle da an diesem komischen Zaun, haben geschaut, wie die Feuerwehr da kam und so Feuerwehrzeug gemacht hat. War auf jeden Fall richtig spannend. Pause war schon vorbei, aber alle standen da am Zaun und die Lehrer konnten einfach nichts machen. Da ist die übelste Anarchie ausgebrochen. Und Anarchie ist auch schon das richtige Stichwort. Denn da, wo ich hin will, da herrscht nämlich auch Anarchie. Aber erstmal betrachten wir mal den Springpfuhl. Ah, einfach nur schön. Also hier war ich auch schon ewig nicht mehr. Hier habe ich einmal versucht zu angeln. Da hing noch so ein Einkaufswagen drin und wir haben leider keinen Fisch gefangen. Ja, damit war ich aber noch nicht strafmündig. Also sollte auch schon längst verjährt sein. So, nun habe ich endlich das Rathaus erreicht. Die Sonne knallt auch ordentlich. Also ist schon schön warm hier. Ah. Den ersten S-Bahnhof habe ich tatsächlich auch erreicht. Der ist hinter diesem Rewe. Aber wir nehmen eine Abkürzung. Der Passage vorbei. Das wäre leid. Gerade eben habe ich NPD gelesen, aber das ist NKD. Naja, der Name mit der Farbe ist wohl nicht ganz so praktisch ausgesucht, sage ich mal. Okay, ich habe jetzt nur 5,5 Kilometer vor mir. Das heißt, so Pi mal Daumen, die ersten 2,5 Kilometer sind geschafft. Aber es ist einfach durch die Sonne ultra warm. Ich habe hier meine dicke schwarze Winterjacke an, weil ich dachte, ja, Mitte November könnte kalt werden. Und ja, extra dicke Socken angezogen unter die Schuhe. Ich schwitze mir die ganze Zeit einen ab, ey. Was ich auch sehr sympathisch an Berlin finde, egal ob du zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs bist. Man steht eigentlich immer an roten Ampeln. Ich meine, da bleibt nur noch eine Frage zu klären. Mensch, ey, wo ist der Club? Hey, was geht ab? Wo ist der Club? Ich will tanzen, tanzen. Ich weiß nicht, ob ihr diese eine Serie da mit Slavik kennt auf Join. Hier ist das dazugehörige Jobcenter, ist mir gerade aufgefallen. Und diesen Suchdienst nutze ich tatsächlich auch schon seit 5 Jahren. Ja, kann ich eigentlich nur empfehlen. Das hier ist auch sehr häufig in Berlin tatsächlich. Statt einer zweispurigen Straße wird es einfach zur einspurigen Straße gemacht und der Rest ist einfach Fahrradweg. Ach, einfach nur schön, selbst in Marzahn ist man mit dem Dresscode Lexus unterwegs. Guck als Abendgarderobe, komm ich mit einem Kraftfahrzeug an. Dresscode Lexus, ey, ey, Dresscode Lexus, ey, ey, Dresscode Lexus, Dresscode Lexus, Dresscode Lexus. Endlich haben wir den schön beschaulichen Ort Lichtenberg erreicht. Das heißt, es kann ja gar nicht mehr so weit sein. Jetzt wird ja auch noch gebaut. Das heißt, ich muss hier eine kleine Umleitung nehmen und ich hoffe mal,
dass der Weg hier stimmt, weil hier sind Schranken. So, der Straßenlärm hat da jetzt irgendwie aufgehört, obwohl ich in Berlin reingelaufen bin. Ist auch ein bisschen lustig. Aber hier kenne ich mich tatsächlich gar nicht mehr aus. Also ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Daher bin ich jetzt komplett auf Google Maps angewiesen. Gerade eben bin ich noch an diesem einen Haus vorbeigelaufen, wo Plattenbauromantik von Fünf Assozial und dem Plusmacher gedreht wurde. Aber ja, war halt ein Haus wie jedes andere auch. Da dachte ich so, nee, muss ich jetzt auch nicht filmen. Jetzt habe ich auch schon den Landschaftspark Herzberg erreicht. Deswegen ist es hier wahrscheinlich so ruhig. Mir ist nur gerade aufgefallen, wenn ich in dieses Anarchieviertel gehe, muss ich die noch ausdringen, weil ja, ich glaube, damit komme ich da nicht wirklich weit. Hier, das hier ist auch ein bisschen interessant, finde ich. Hier ist so eine Stelle von BVG, wo wahrscheinlich, also das hier sehen wir jetzt nicht mehr nach Busse aus, die überhaupt noch fahren. Wo nämlich die ganzen Straßenbahnen stehen. Und da vorne sieht man auch so eine Straßenbahnhaltestelle. Und zwar ist es hier nämlich so ein Verkehrsübungsplatz. Da war ich tatsächlich mal in der ersten oder zweiten Klasse. Da haben wir gelernt, wie das richtig geht mit Straßenbahn fahren. Es sind zwar nur noch 20 Minuten zu laufen, um die 2 Kilometer. Aber ja, ich mache jetzt erstmal noch einen Abstecher in den guten deutschen Netto. So, ich habe mir jetzt noch leckeres Melkenburger Quell geholt. Ich hoffe mal nicht, dass die Anarchisten irgendwas gegen Wasser haben. Das wäre schon ein bisschen traurig. Jawohl, der Zirkus ist in der Stadt. Ah, da hinten ist schon der Fernsehturm. Also, so weit bin ich echt noch nie zu Fuß in die Innenstadt gelaufen. Ja, aber sage ich voll okay, das dauert halt ein bisschen länger. So, das ist klar. Ich laufe schon die ganze Zeit an so einer Häuserfassade vorbei. Denke mir die ganze Zeit, ja, weil hier will ich doch wohnen. Sieht das nicht schick aus? Ja. Leck. Hier hat noch jemand seine Hose oder so liegen lassen. Die machen jetzt gar nicht die Rollläden auf, die wissen schon, was an den Scheiben abgeht. Sehr sympathisch. Und hier an der anderen Seite ist gleich noch ein großer Rewe, so eine Einkaufsmöglichkeit. So ganz schön hier, also ja, wir sind jetzt zwar noch nicht am Hotspot angelangt, aber es wird jetzt schon sehr sympathisch hier. Da vorne, da ist schon die besagte Riga Straße. Die Lieblichstraße ist gleich rechts nebenan. Und ich bin gerade an dieser berühmt-berüchtigten Grundschule noch vorbeigerannt. Oder was heißt vorbeigerannt? Immer ein Schritttempo. Und die Google-Rezension, die hatten einfach jetzt schon recht, ey, ich sag's euch. Da war wieder so 3 Kindergruppen am Kloppen. So, und dann der eine, der übel alle gemacht wurde, der so, ja, die Kämpfe, wir haben doch gesagt, nur noch 2 Minuten, wir verkürzen auf 2 statt 5. Und so, ja, ist mir egal, ist mir egal. Also, allein das ist schon Kino genug, nur ist verständlicherweise ein bisschen komisch, wenn man da länger steht als nur vorbeiläuft. So, dass dann andere auch Augen machen und schauen, ey, was ist denn da los? Jawohl. Also man läuft hier nur in die Straße rein und es ist schon absolut wunderbar. Also hier wohnen überall eigentlich noch ganz normale Leute. Aber ich werde auf jeden Fall mal die Straßenseite wechseln. bevor die hier irgendwie noch Auge machen. Also hier dieses Viertel haben die ja wirklich komplett für sich eingenommen. Hier sieht man auch das besagte Haus, die Riegerer Straße 94. Oh. Das hier sieht mir ganz nach dem anderen Haus aus, die Liebestraße 34. Das sieht ja noch ganz okay aus, das Haus hier. Aber hui. Machen wir mal ein Stückchen weiter. Hier überall natürlich werden die Polizisten zelebriert mit All Cops are Bros. Aber das sieht mir hier auch schon wieder ganz anders aus. Also die ganze Straße allgemein. Naja, mir wurde leider etwas zu viel versprochen. Ich wurde auch darum schon gebeten zu gehen, obwohl ich da irgendwie nicht mal 5 Minuten lang stand.
Das war mir auch lieber, denn da stinkt es so bestialisch. Puh. Ja, egal, jetzt gehe ich erstmal zum Frankfurter Tor. Das kommt vor. Weißglas. So, ich bin jetzt mal 200 Meter weitergelaufen. Original, hier sieht es wieder richtig wunderbar aus. Ein bisschen Lärm ist auch dabei, aber sonst kann man sich ja nicht so beschweren. Also hier fühle ich mich schon um einiges wohler, ey. Hier, wo der deutsche Staat noch was zu sagen hat. Also ich habe mir schon einen Haufen mit Spiegeldokus alles angeschaut heute Morgen, ne? Ich dachte, oh, da kann man ja mal hinpilgern. Ja, aber die sind dann so unfreundlich und haben keinen Bock auf heute. Da dachte ich, nee, das muss jetzt auch nicht sein. So, ich bin jetzt am U-Bahnhof und ja, seht ihr, wie viele Schritte ich jetzt endlich mal geschafft habe. Ja, Timo Mimo, wie fandest du eigentlich das Anarchistenviertel da in Berlin? Timo war zu krank, Alter. Ja, Mann, ne, oder? Alle geboxt. Baba, politisch. Bam. Wie war der 8-Kilometer-Marsch? Chillig. War okay, oder? Ja, der war, mach ich immer. Ja, war jetzt nicht so wild. Ja, mach ich ja immer morgen, so weiß ich, Mann. Morgen Sport. Ja, oh, Junge. Ist auch fort. Du blöder Wiegs. Perfekt. Schneed. Da ihr immer sagt, längere Vlogs und weil Emanuel jetzt zu viel los war und ich nicht so viel gefilmt habe, gibt es noch eine leckere Essensshow. Könnt ihr wissen schon, was es heute gibt. Lecker, lecker. Einfach Panne, Bruder. Was? Ich hab auf die Bunkerhaube, Scheiße! Bruder, ich komm da nicht dran!